Was sind Ihrer Meinung nach aktuell die größten Probleme der EU? Die Flüchtlinge. Vermutlich derzeit die Flüchtlingssituation. Das kleine Land Österreich ist ja da doch etwas gefordert, beinahe vielleicht sogar schon etwas überfordert. Ja, man kriegt leider relativ wenig Info. Zurzeit ist das Flüchtlingsproblem das größte Problem. Ich glaube, die EU ist nicht imstande, das zu lösen, weil es nur einige Länder, besonders die, wo es auf der östlichen Seite sind von der EU, wie Österreich, Deutschland, Italien, Griechenland, die werden überrennt. Und Deutschland wird auch überrennt. Und alles andere, was einmal die ehemaligen Ostblockstaaten sind, die holen sich da aus dem Schneider. Fühlen Sie sich über die Europäische Union gut informiert? Eigentlich leider fast gar nicht. Also ja, seit dem Beitritt, ja, man kriegt natürlich einiges mit. Man wird informiert, es gibt Wahlen. Aber ansonsten, ja, man weiß kaum, was in Brüssel eigentlich gerade derzeit der Fall ist. Nicht recht so, halt nicht. Ja, gut informiert. Gut informiert ist anders. Für mein Alter reicht es mir. Fühlen Sie sich von Österreich in der EU gut vertreten? Ja, vielleicht hätten sie es eh. Machen sie es gut, aber die lassen es nicht. Lassen es halt nicht aufkommen, nicht? Man weiß kaum, wer uns eigentlich derzeit gerade vertritt in der Europäischen Union. Was dort genau dann gesagt, gemauschelt, getan wird. Als kleiner Bürger kriegt man es kaum mit. Österreich ist ein netter Zoller. Wir zahlen sehr viel in die EU rein, aber außer kommt, es wird selber gesagt, wir haben riesige Vorteile, aber ich glaube nicht immer, dass wir Vorteile haben. Kennen Sie jemanden, der Österreich im EU-Parlament vertritt? Ja, kenne ich. Ja. Also Herrn Karas, die Frau Kadenbach, sind einige Vertreter, die ich kenne. Ja. Nicht persönlich. Ja, früheren schon, nämlich Fischler, der war immer sehr präsent in den Medien und hat berichtet, was so im EU-Parlament passiert. Nur die jetzigen sind mir nicht mehr so geläufig. Denken Sie, dass einzelne Regierungschefs gerne die Probleme auf die EU abwälzen? Das kann schon passieren, ja. Ich kann mir es gut vorstellen, aber ich glaube, die EU hat ein eigenes Aufgabenfeld und sie kümmert sich, glaube ich, ganz gut um dieses Aufgabenfeld. Ja, momentan schaut es so aus, dass der Spielball hin und her geschupft wird. Die EU sagt, die Länder sollen es machen. Die anderen sagen wieder, die Länder sagen, die EU soll das Problem lösen. Denken Sie, dass die EU alles Erdenkliche tut, um das Leben der Menschen zu verbessern? Also ich hoffe es, dass die EU alles Erdenkliche tut. Und ich denke, wir sind, glaube ich, mit dem EU-Beitritt und in der EU auf einem guten Weg. Kann man darüber streiten. Wahrscheinlich hängt es ab, wie die Stimmungslagen von den einzelnen EU-Ländern liegt und wer halt da dann besonderen Einfluss hat. Man versucht es wahrscheinlich und ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie nicht nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber es ist eine sehr komplizierte Situation generell. Was kann oder soll die EU im Rahmen der Flüchtlingskrise machen? Naja, so schnell wie möglich die Quotenregelung durchbringen. Wir brauchen mehr Solidarität in der EU. Druck auf die Länder, die sich momentan zieren, den Flüchtlingen zu helfen. Und massive humanitäre Hilfe. Also ich denke, dass auf jeden Fall zu wenig gemacht wird, weil man sieht ja zum Beispiel am Westbahnhof, dass überall die Flüchtlinge herumstehen. Und ich glaube, die Flüchtlinge sollten einfach mehr aufgeteilt werden und auch von privaten Leuten in private Haushalte mehr aufgenommen werden. Würden Sie sagen, dass die EU Frieden sichert? Schwer zum Sagen. Ich glaube ja, zumindest innerhalb Europas. Aber es wird sich jetzt zeigen, wie sich die Flüchtlingskrise auf Europa weiter auswirkt. Momentan haben wir doch ein bisschen Zwist und Fehde. Ich denke mal, es gibt noch so viele Länder, wo Krieg ist, wo auch Hungersnöte sind, wo Menschen sterben. Deswegen glaube ich, es wird viel zu wenig noch getan. Österreich ist heuer 20 Jahre in der EU. Was denken Sie, hat die EU Österreich gebracht? Also es hat sicher gebracht, dass alle Länder, die bei der EU sind, ein bisschen mehr zusammenarbeiten, zusammenreden, sage ich mal. Der Euro ist natürlich auch wichtig, also ich finde den schon gut. Ja. Die EU hat uns auf jeden Fall wirtschaftliche Vorteile gebracht. Natürlich die Reisefreiheit, wie wir es jetzt wieder sehen, mit Pässen. Ganz super. Auch, dass ich kein Geld mehr im Urlaub in den europäischen EU-Ländern wechseln muss, ist fein. Ansonsten hat sie uns sicherlich einen Teuerungsschub gleich am Anfang gebracht. Und was ich oft
nicht so ganz super und toll finde, ist die Auflagen in kleinen Dingen, sei es Lebensmittelverordnungen und diverse Dinge. Also da bin ich ein bisschen gespalten. Vorteile auf der einen Seite, aber auch durchaus ein paar Nachteile.